Oh, jetzt ist es eine goldene Tür. Wie viel hat die gekostet? So um die 20 Millionen Pfund. Nach dem Vorfall ließ die Bank einen brandneuen Tresor einbauen, den Hermit Mega Safe. Ja, einen brandneuen Tresorraum. Leider ist das Geld darin dann verbrannt. Jetzt hat die Large Reserve Bank den sichersten aller Tresore. Und dank des zurückgekehrten Banners die gleichmäßige Optik. Die ist natürlich wichtig. Wer würde ihr dann nicht zu gern sein sauer verdientes Geld anvertrauen? Sauer? Ja, sauer verdient heißt das. Das ist also so hart verdient, so. Okay. Sagt man so. Nein! Was? Ich hab vergessen zu speichern! Du hast nicht gespeichert? Na, dann kannst du es nachholen. Nein! Niemals! Wir könnten ein neues Outfit kaufen. Was? Ein neues Fallfinale haben wir auch. Wir könnten ein neues... Ja, könnten wir tun. Oder wollen wir bis zum Ende warten und dann alle? Oder nicht? Weiß ich nicht. Die Minispiel, die große... Ach nee, wir können ein neues kaufen, aber haben wir überhaupt Münzen dafür? Bin ich der Meinung? Okay. Wir haben eine Motormünze. Na gut, dann können wir das ja mal machen. Haben wir im Rätselindex noch irgendwas Ungelöstes? Nein. Gut. Aber es kommen dann sicherlich noch Dingsrätsel, die wir dann noch lösen müssen. Ja, wir machen das mal. Okay, Ich finde die Reitkleidung. Einlösen. Toll. Na warte mal, ist nicht was dazugekommen? Den Nimm-Alltag hatten wir. Nee, das ist alles. Also wir haben nur eine Modemünze sozusagen bekommen, ja. Oder wie? Ja. Einfarbiges Minikleid. Ist das echt nicht neu? Nein, das hatten wir schon. Aber ich finde den nicht. Was? Du willst das Reitoutfit? Ja. Na gut, dann nehmen wir die Reitkleidung. Aber ich ziehe sie nicht an. Okay, dann zieh sie nicht an. Ich zieh sie an. Die magischen Zahlen S1. Nein. Ich aber ja. Okay, ich mach so lange das Rätsel. Hey! Rätselindex. S. Die magischen Zahlen S1. Ach, das Ding wieder. Okay, können wir machen. Löse dieses Rätsel. Ich stell schon mal um. Moment. Ja. Boop! Schwupp! S02. Toll, jetzt müsst ihr weiterspielen. Ja. Oha, bis das Spiel beendet ist. Genau. Auf diesem Steingitter mit 2x2 Feldern gibt es Platz für vier Zahlen. Lege die Platten so, dass sie die zwei Zahlen horizontal oder vertikal addiert und oder multipliziert. Hä? Ja, addiert oder multipliziert die Zahl ergeben, die. Achso, ja klar. Also entweder kann so oder so sein, ja. Schiebe die Platten, um sie zu bewegen und auf dem Gitter zu platzieren. Okay, alles klar. Oh Mann. Hihi. Hast du es schon? Ja. Das gibt's doch nicht. Hihi. Aber warte mal, hier sieht's aus wie eine 11. Also muss das dann... Ja, okay, ich hab's jetzt auch. Ah, ich hätte auf die 22 und 23 zuerst achten sollen, ne? Ich hab auf etwas auf die 60 geachtet. Aber Moment, ich hab doch keine 38. Hä? Wie komme ich denn jetzt auf die... Das kann ja auch nicht hinhauen. Ach so, weil ich brauche ja hier eine 3 mal wie viel sind 60 mal 20? Hab ich gar nicht. Ja. Gibt's nicht. Ja. Das kann doch dann nicht. Du kannst auch addieren. Ja, aber ich habe doch keine... Also um auf 60 zu kommen mit 3, das geht ja schon gar nicht. Ja. Also, Moment. Aber ich habe auch keine 49, um das so zu machen. Nee, das... Dann kommt da vielleicht gar keine 11 rein. Nee, hier eine 11 vielleicht noch, aber dann müsste da eine 3 rein. Das klappt nicht, genau. Das hatten wir ja. Okay, dann könnte es ja auch eher so sein. Ich habe hier eine 12 oder... Hm. 50 und 60. Du musst nur einmal... multiplizieren.
Okay. ja. Oh Mann. Das ist ein besonders interessantes. Ja. Aber ich bin noch vorne. Ja, um einen Punkt. Ja. Okay. Ist sehr knapp immer. Aber irgendwie bin ich immer noch vorn. Okay. Das ist wahre Rechenkunst. Das einzige Mal. Ja. Du musst wieder umstehen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Doch, ich bin immer. Ich muss eh wieder dann zurückstellen. Was? Ich bin eh hier die Frau im Haus. Ja, eben. Okay. Was? Irgendwie ja eigentlich nicht. Du bist hier im Zimmer und nicht in der. Wir haben eine Hinweismünze nicht. Nein! Na dann. Zwei Rätsel. Ja, zwei Rätsel konnte ich mir denken, ist das wieder so. Ja, aber eine Hinweismünze. Die hätten wir doch finden müssen. Tja. Oh. Howards Mutter. Howard? Nein. Okay. Auf der Brücke. Okay, dann gehen wir mal auf die Brücke. Ja, da ist ein Rätsel auf jeden Fall noch zu finden, zu holen. Nicht beim Hund. Beim Snuffer, okay. Wieso? Nein! Wieso? Oh, einen wunderschönen Morgen wünsche ich. Also, an so einem Morgen bin ich mal an einer lustigen alten Brücke vorbeigekommen, die war irgendwie rätselhaft. Möchten Sie die Geschichte vielleicht hören? Nö, will ich nicht. Und dabei war es Mathe-Rätsel. Ja, ich weiß. Kann ja jedem mal passieren. Warte. Genau. Das kaputte Wappen. Okay. Hoch über einem blauen Sechseck schimmert ein weißes Dreieck, das an einen Berg erinnert. Dies ist die Legende über dem, hinter dem Wappen, das die Dorfbrücke ziert. Leider riss ein Sturm die Fliesen des Wappens vor einigen Tagen ab und nun müssen sie zurück an den richtigen Platz. Schiebe die drei blauen Fliesen an die richtigen Position, in die richtige Position und tippe sie an, um sie zu drehen. Die Fliesen dürfen nicht übereinander liegen oder aus dem Rahmen herausgucken. Mhm. Also, okay. Wie war das? Dreieck und... Ja. Okay. Über einen blauen Sechseck. Okay. Das zählt anscheinend nicht. Ein weißes. Nein, okay.
Frage, nee. Tipp? Ich versuche hier gerade noch. Es muss ja irgendwie. Also. Ja, Tipp. Okay, ich versuch's mir mal erstmal bildlich vorzustellen. Ich versuch's auch mal aufzuzeichnen. Also das Sechseck habe ich ja halt eben auch schon. Weil das halt das Dreieck noch hinzukriegen. Ja. Ich hätte theoretisch das Dreieck. Okay, jetzt sieht dann wieder. Okay. Das hoch über eine Legende meint es sich nun. Diese Form im Vorder. Ja, okay, das hatte ich eigentlich schon am Anfang, da hat es anscheinend nur nicht angenommen. Hä? Hey. Ich hatte die Lösung eigentlich schon am Anfang, aber da hat es das nicht angenommen. Och Mann. Das hatte ich eigentlich schon am Anfang, aber das hat es bei mir nicht angenommen gehabt. Nee, das nicht. Na, nee. Das ist kein Sechseck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch. Schatz, das ist kein richtiges Sechseck. Kein solches, wie dort gemeint ist, oder wie? Ja. Okay, dann. Aber es hat auch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das ist geil. Davon nur abgesehen müsste es ja dann. Schatz. Das ist aber eins. Okay, also nochmal. Also ich muss die ja so anordnen, dass die dieses eine Sechseck. Übrigens ist jetzt gleich schon. Ja. Eigentlich hatte ich halt die Form schon am Anfang. Exi, du bist kein Mathe-Genie mehr. Diabo. Nö, wieso? Es ist ja jetzt kein Mathe-Rätsel. Nee. Das ist so ein blödes Perspektiven-Rätsel. Ja. Da kann ich halt nicht. Ja, das ist bei halt. Bei sowas bin ich halt echt gut. Bei Perspektiven-Rätsel. Aber warte mal, Ich hatte die Lösung schon am Anfang, aber es hat das irgendwie nicht angenommen. Also eigentlich hätte ich es schon früher gehabt, aber ist ja jetzt auch egal. Aber wie soll denn das? Ich meine, das hier zum Beispiel ist ja auch ein Sechseck. Schatz. Zeichne so mal, ja geh mal in Notiz. Ja. Zeichne ein Sechseck. Okay, erstmal das hier weg. So, das ist dann. Was, wenn du an ein Sechseck denkst? Das erste Sechseck, an das du denkst. Zeichne mal das. An welches Sechseck soll ich denn denken? An irgendwas halt öfters mal ein Sechseck ist, also ein gleichmäßiges. Ja, ein gleichmäßiges. Ja. Ein Hexagramm. Ja. Ja, wie sieht ein Hexagramm nochmal aus?
Also ich möchte meinen, das sieht so, 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 so. Ah, okay. Bei mir stand es auf dem Kopf am Anfang. Deswegen hat sie es nicht angenommen. Mhm. Und da soll jetzt ein Dreieck irgendwie drin sein. Wahrscheinlich so ähnlich wie da. So. Ja. Okay, ich versuch mal. Erstmal sowas. Mit Notizfunktion. Nee, aber das reicht ja nicht. Dann. Oder doch? Hm. Nee, und hier, wenn ich jetzt hier irgendwie was machen wollte, es geht ja nicht. Das ist ja kein... Du musst nur noch einen Teil dann verändern. Hä? Wenn ich so mache? Ja, und jetzt musst du nur noch einen Teil verändern. Ein Teil verändern. Verschieben oder was? Das rechte. Was setzt du bei dir das Dreieck bildet? Noch eins. Noch eins. Ja. Komisches Sechseck. Aber ja. Meine Güte. Jetzt weiß ich, wie man das macht. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Oh, das ist ein süßer Smiley. Oder Dingsy. Mhm. Okay, Gleichstand. Ja. Ja, passiert. Heraldik Heldentat. Heraldik Heldentat? Was ist das denn? Ja, das Wappen ist wiederhergestellt. Die Legende erzählt von einem weißen Dreieck, das sich über einem blauen Sechseck befindet. Schön.